Vor 4 Wochen haben wir auf die UAP, die unidentifizierten Luftraumphänomene des Pentagon, hingewiesen. Damals verwiesen wir auch auf den Bericht des Pentagon, der Ende Juni erscheinen sollte. Dieser Bericht liegt jetzt vor. In der öffentlich zugänglichen Variante umfasst er 9 Seiten und diese wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit Space News. Am Freitag erhielt der US-Kongress eine nicht klassifizierte Version des Pentagon-Berichts über UAP. Der Bericht war im Dezember vom Senat angefordert worden. Die 6-monatige Deadline lief tatsächlich auch aus. Die Zahl der Beobachtungen übersteigt dabei um Weiten jene, die bisher öffentlich bekannt war. Insgesamt mehr als 140 Beobachtungen von UAP wurden im Zeitraum von 2004 bis 2020 durch das US-Militär gemacht und sie sind eben, wie schon der Name sagt, immer noch ungeklärt. Das Wichtigste vielleicht vorweg. Im Bericht, so viel war zu erwarten, gibt es keine konkreten Hinweise auf außerirdische Intelligenz. Gleichzeitig verneint der Bericht dies auch nicht, sondern geht vielmehr implizit auf die Möglichkeit ein. Schauen wir uns mal die wichtigsten Passagen an. Der Bericht geht zunächst von der Annahme aus, dass die unterschiedlichen Sensoren, welche UAP registrierten, in der Regel fehlerfrei arbeiten und genügend echte Daten sammeln, um eine anfängliche Einschätzung zu ermöglichen. Einige UAP hingegen mögen auf Sensorfehlfunktionen zurückzuführen sein. Die meisten der UAP repräsentieren wahrscheinlich echte physikalische Objekte, da sie über mehrere Sensoren hinweg registriert wurden, unter anderem mit Radar, mit Infrarot, elektrooptischen Geräten, Waffensuchsystemen und letztlich auch durch visuelle Beobachtung vom Personal. Das Pentagon räumt ein, dass man vermutlich verschiedene Erklärungsansätze benötigt, um verschiedene UAP zu erklären. Die Datenanalyse kam zu dem Schluss, dass falls und wenn UAP erklärt werden, diese Erklärungsmuster in 5 Kategorien fallen. Erstens, Elemente im Luftraum, wie etwa Vögel, Ballons, private Drohnen bis hin zu aufgewirbelten Plastiktüten. Zweitens, natürliche atmosphärische Phänomene, wie zum Beispiel thermische Fluktuationen, Eiskristalle oder einfach Feuchtigkeit. Drittens, Projekte der US-Regierung oder privater Firmen. Hier wird auch angefügt, dass man selbst nicht bestätigen konnte, dass derartige Projekte für die UAP verantwortlich sind. Viertens, Systeme von ausländischen Gegnern, wobei man konkret Russland und China nennt, aber auch andere Nationen erwähnt, sowie private Stellen. Die 5. Kategorie wird als Sammelbecken für alle weiteren Erklärungsmöglichkeiten bezeichnet. Konkret heißt es hier, dass wir möglicherweise zusätzliches wissenschaftliches Know-how benötigen, um einige der Phänomene erfolgreich zu erfassen, zu analysieren und zu charakterisieren. In diesem Zusammenhang wird auch darauf verwiesen, dass eine kleine Zahl von UAP augenscheinlich ungewöhnliche Flug- und Erfassungseigenschaften aufwiesen. Die Zahl jener UAP, welche anscheinend fortgeschrittene Technologie nutzen, wird später im Report mit 18 Vorfällen angegeben, welche in insgesamt 21 Berichten beschrieben wurden. Einige UAP etwa verharrten stationär in Höhenwinden, bewegten sich gegen den Wind, manövrierten abrupt oder bewegten sich mit hoher Geschwindigkeit ohne erkennbare Antriebssysteme. Das Pentagon verweist auch darauf, dass soziokulturelle Stigmata ebenso wie Limitationen der Sensortechnik aktuell noch Hürden für eine angemessene Erfassung von UAPs darstellen. Der Bericht ist recht nüchtern und er geht nicht auf konkrete Beobachtungen ein. Direkt befasst er sich nicht mit der Möglichkeit einer außerirdischen Intelligenz, indirekt natürlich verwirft er sie auch nicht. Die Suche bleibt somit spannend. In unserem letzten Video gab es häufig den Kommentar, dass die Vorfälle ja merkwürdigerweise immer in US-Luftraum stattfinden bzw. von US-Personal gesehen werden. Das allerdings ist lediglich korrelativ, nicht kausativ. Es gibt unzählige Berichte aus dem zivilen und militärischen Bereich anderer Nationen. Es ist vermutlich dem großen Medieninteresse an den Pentagon-Videos geschuldet, dass hier ein Fokus auf den amerikanischen Bereich vermutet wird. Wir melden uns bald wieder mit zusätzlichen Informationen. Sorry, dass es in den letzten 3 Wochen kein Video gab. Familie und Arbeit sind gerade sehr raum- und zeitfüllend. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und bitten euch, Raumzeit zu abonnieren. Wir danken fürs Zuschauen, wie immer natürlich ganz besonders unseren Unterstützern auf Patreon, allen voran unseren galaktischen Overlords, Markus Tröster, Sebastian Marx, Aimgods, Nikolas Schreier, Christian Steuer, Julian, Hermann Hampe, Ikeo und Guido Simon. Und in diesem Sinne, 42.